Kriegen wir jemals eine Regierung? Wie geht's weiter in Deutschland? Was bringt die Zukunft? Wir schalten mal direkt rüber zu Astro TV. Dort moderiert Birte Schneider. Frau Schneider, wissen Sie denn schon, was wir... Ja. Herr Höcke, Moment. Welke, ich habe gerade noch einen anderen Anruf auf der Leitung, ja? Ja, lieber Herr Höcke, da bin ich wieder. Ja, Sie heißen wirklich Bernd. Ich sehe das hier ganz, ganz deutlich in meinen Tarotkarten. Alles klar. Ja, schön, dass ich helfen konnte. Ja, tschüssi. Heil Hitler. Arschloch. So, Herr Welke, was liegt an? Geht's wieder darum, wann Sie endlich das Heute-Journal moderieren dürfen? Habe ich Ihnen schon bei den letzten 10 Anrufen gesagt, wenn alle anderen Moderatoren in Deutschland tot sind. Okay, dann muss ich das abwarten. Aber sagen Sie mal, eigentlich hatte ich gehofft, dass Sie mir sagen können, wie es mit Union und SPD jetzt weitergeht. Okay, ich kann ja mal versuchen, in den Eingeweiden der SPD zu lesen. Ich habe hier zufällig das Herz der Sozialdemokratie. Ja, schlägt nicht mehr. Schade. Ideologisch sind die seit Jahren tot, aber der Parteikörper zuckt noch so ein bisschen vor sich hin. Jenseits von mitregieren oder nicht, muss sich die SPD endlich mal darauf besinnen, wofür sie erfunden wurde. Oder wie es diese Politikwissenschaftlerin ausdrückt? Wenn sie jetzt nicht gescheit werden, dann kriegen die nächste Mal so noch mehr Klatsche, wie sie jetzt haben. Noch mehr Klatsche wie jetzt? SPD, hör auf Oma Irmgard. Ja, Oma Irmgard hat meistens recht. Aber ich wollte von Ihnen ja eigentlich die Zukunft wissen. Oh, da habe ich einen Tipp für Sie. Fragen Sie bloß nicht Martin Schulz. Das ist der schlechteste Wahrsager der Welt. Hier, hören Sie mal seine Vorhersage kurz vor der NRW-Wahl. Wir zählen mal die Fehler mit. Am 14. Mai nach 18 Uhr geht der Balken nach oben und heißt es, Hannelore Kraft bleibt mit der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands die stärkste Kraft in diesem Lande. Sie bleibt Ministerpräsidentin. Ja, und ganz klar schaue ich besonders auf diese 18:01 Uhr. Denn dann heißt es auch, die SPD wird die stärkste Partei in Deutschland und ich werde Bundeskanzler. Sehr guter Wahrsager, wirklich. Hör mal, da war ja fast alles richtig, ne? Bis auf das, was er gesagt hat. Aber wie geht's denn jetzt weiter mit dem Herrn Schulz? Ich kann ja mal meine Glaskugel, da kann ich ja mal reinriechen. Was? Ah, das riecht eindeutig nach Fisch. Das bedeutet, Martin Schulz wird als Parteichef abgelöst und eröffnet eine Makrelenräucherei in Würselen. Und weil ich schon weiß, was Ihre nächste Frage ist, pendel ich jetzt noch schnell die Zukunft von Frau Merkel aus. Ja, super. So, hier Pendel. Da bewegt sich gar nichts. Absoluter Stillstand. Ja, alles wie immer. Kurz gesagt, Merkel regiert weiter. Mit irgendwem. In der GOKO, KOKO, SCHOKO, SOKO, MOPO, irgendwas mit O. Ist doch egal. Schade. Und Ihre weitere Zukunft, also was macht die Merkel nach der Politkarriere? Da kriegt sie, laut meiner Kugel, eine Sendung beim KiKa, die heißt Kinderquatsch mit Angela. Wer isst gerne Vollkornbrot? Wisst ihr, was Internet ist? Insbesondere baue ich sehr gerne Kartoffeln an und Feldhasen mag ich auch sehr gerne. Hörst du noch zu? Hallo? Ja, ja. Ich mag Igel sehr gerne. Ich mag Elefanten sehr gerne. Wisst ihr, wer Horst Seehofer ist? Music take control. So, wer kann denn Englisch? Sehr gut. Und wer mag kein Spinat? Voi говорите по-русски? Kann noch jemand Russisch? Aha, na. Ich bin ja die... jetzt mal. Psst. Reicht schon oder noch weiter? Musik. Alle wieder hinsetzen. Das wird super! Ich guck's. Wieder hinsetzen. Ja. Das wird super. Aber Frau Schneider, wo Sie gerade KiKa und Fernsehen erwähnen, noch mal ganz kurz zum Thema Heute-Journal. Ah, tschüssi, Herr Welke. Zeit ist um. Ihr Geld ist alle. Hallo? Wen habe ich in der Leitung? Schade. Birte Schneider, meine Damen und Herren.